Smarana, schön, dass ihr da seid. Heute habe ich den Auftrag von der geistigen Welt bekommen, euch nochmal ganz viel Energie aus der fünften Dimension zu übertragen. Und es sollte eigentlich wie eine Selbstermächtigung sein, die euch dazu bringt, noch intensiver oder überhaupt den Zugang dazu zu bekommen und letztendlich ja auch die Lichtarbeiter unterstützt in ihrer großen Aufgabe, die wir haben, beim Übergang dabei zu sein. Also es wird total spannend und freut euch auf ein ganz tolles Channeling am Ende des Videos. Und auf viele Informationen nochmal zur fünften Dimension. Es geht jetzt gleich los. Ja, die fünfte Dimension. Also jetzt sind wir ja noch in der dritten. Und die vierte Dimension, die dient so als Übergangsdimension, wo man sich selbst hinterfragt, wo man viel aufzulösen beginnt, wo man ja den auch fragt nach dem Sinn des Lebens. Ich glaube, da in dieser vierten Dimension sind schon sehr viele von uns. Und die anderen, die gar nichts hinterfragen, die sind alle in der dritten. Ja, so ist es leider. Es ist einfach, das sind so die verschiedenen Zustände, Bewusstseinsebenen, welche die Menschen einnehmen im Laufe ihrer persönlichen Entwicklung in der Spiritualität. Und jeder steht da an einem bestimmten Punkt und jeder kann sich hinterfragen, bin ich denn schon so weit oder wo liegen meine Blockaden, wo bin ich immer noch nicht richtig ausgerichtet und dann sollte man daran arbeiten. Also es gilt letztendlich oder es geht darum, unser verborgenes Potenzial zu ergründen, den Zugang dazu zu bekommen, denn das ist in der fünften Dimension da, dieses ganz große Potenzial unseres Bewusstseins. Wir werden uns da erstmal massiv bewusst, was wir überhaupt alles tun können, was alles in uns liegt, welche Kräfte und welch großes Wissen wir haben. Und das ist ja diese Unendlichkeit, also in der geistigen Welt gibt es ja diese Grenzenlosigkeit, die gibt es ja nicht. Das bauen wir uns ja alles selbst, diese Grenzen in unserem Leben. Und wenn man sich dessen bewusst wird und erkennt, dass man tatsächlich alles erreichen kann, was man möchte, ohne Einschränkungen, wirklich ohne Bedingungen, dann ist man da schon, hat man zum Teil die fünfte Dimension verstanden. Wichtig ist es auch, jetzt in seinem Leben zu schauen, was es da für Machtstrukturen gibt, wo wir unterdrückt werden oder uns unterdrücken lassen oder jemand unterdrücken. Also es gibt ja immer diese beiden Punkte, die man anschauen sollte. Das können ganz kleine Kleinigkeiten sein, wo man jemand unterdrückt, ja. Das ist also, muss nicht immer im großen Stil sein, sondern guckt mal in euer Leben, wo vielleicht das der Fall noch ist und dann versucht es zu lockern. Was ich euch schon immer sagen wollte und jedes Mal vergessen habe in jedem Video, ich habe hier in meinem Studio eine Holzdecke und Holz lebt. Ihr wisst ja, Holz bewegt sich immer ein bisschen und lebt und deswegen knackst es ab und zu mal. Manchmal hört man es. Und manchmal ist es aber auch ruhig und man hört nichts, aber ich kann es nicht rausmachen aus dem Video, weil sich dann, wenn ich das rauslöschen würde, ich habe es schon probiert natürlich, dann verändert sich meine Stimme, die hört sich dann so komisch an. Und das ist ja dann, es soll eigentlich, sowas soll ja gar nicht sein. Auf jeden Fall, dann habe ich das jetzt in Kauf genommen, dass eben ab und zu mal die Decke knackt. Das ist ganz normal, Holz lebt einfach.
Und es ist auch schön zu spüren, dass da die Energie ist und dass das Holz, je nachdem, was ich channele, dann mit dieser Energie ja auch aufgeladen wird und sich so dann äußert. Das sagt er immer, klasse oder so. Ja, also nur das zur Erklärung für alle Videos. Ja, jetzt kommen wir wieder zu 5D. Also diese Ermächtigung, was ich mit euch machen soll, die dient auch dazu, dass wir oder jeder von euch seine eigene Kraft erkennt, diese Kraft annimmt und dann auch lebt. Also drei Punkte: erkennen, annehmen, leben. Das ist sehr wichtig, denn es nützt nichts, vielleicht zu ahnen, dass man doch Kraft hat und dann aber noch Angst davor hat und sie dann lieber doch nicht annimmt und auch nicht lebt. Mit Kraft ist einfach auch gemeint, sich bewusst zu sein seiner Fähigkeiten und diese auch anzuerkennen, anzunehmen, zu leben. Da gehört so viel dazu und ich weiß aus den Gesprächen mit meinen Kunden, dass da viele Menschen eben noch Blockaden haben. Und das wird jetzt auch heute in diesem Channeling wird es sicher auch mitgelöst werden, weil es dient dir einfach dazu, diese Selbstermächtigung, diesen Schritt aktiv zu tun und dadurch weiterzukommen in deiner spirituellen, persönlichen Entwicklung. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn letztendlich tragen wir Lichtarbeiter ja dazu bei, die Welt zu einer besseren Welt zu machen. Und jede einzelne Heilung, die wir bekommen oder geben, dient dem Großen und Ganzen, also dient der Welt auch zu einer Heilung. Und dadurch wird die Welt zu einem besseren Ort. Also es ist ganz wichtig, dass wir da an uns arbeiten und diese Erweckung der Heilung, die auch geschieht, die Erweckung unserer eigenen Kraft, das sind alles Dinge, die uns erkennen lassen, dass es eben noch mehr gibt im Leben als wie nur arbeiten und Fernsehen schauen. Und in dem Moment, wenn man das alles erkennt und sich hinterfragt und in die Heilung geht, seine Blockaden erkennt, beginnt man aus der vierten Dimension hinauszugehen und langsam in die fünfte hineinzukommen. Denn in der fünften Dimension, wenn man dort dann ist, hat man wirklich schon sehr, sehr viel aufgelöst. Man hat sicher, ich weiß es nicht, vielleicht noch nicht alles aufgelöst, aber zum größten Teil. Und ist auch in Besitz seiner kompletten Fähigkeiten. Also, und die sind auch alle sehr gut entwickelt. Man wirkt und lebt mit den Dingen, die man hat, die man mitbekommen hat. Und es gibt also da keine Blockaden mehr. Man hat sein Seelenpotenzial erkannt. Also alles, was in einem steckt, das kann man so richtig dann fühlen und man weiß es und man lebt auch danach. Das ist ganz wichtig, dass dieses Aktive dann auch, also es ist das Passive ist immer das Erkennen und dann das Leben in die Tat umsetzen ist das Aktiv und das ist ganz wichtig. Sonst geht es einfach nicht weiter. Also nur meditieren ist einfach erstmal nur die Hälfte von dem, was man erreichen kann. Es folgt einfach immer nur danach muss die Tat sein. Was auch noch ganz wichtig ist in der fünften Dimension, es gibt keine Trennung mehr. Dieses Gefühl der Trennung ist weg. Ja, und dieses Gefühl der Trennung, das wird ja speziell in der dritten Dimension, also wo wir jetzt gerade sind, immer wieder gefördert. Es ist ja durch diese Maskenpflicht werden ja oder durch eine versteckte Impfpflicht, ja, die gibt es zwar nicht, aber da werden zwei Klassen, also werden die Menschen wieder getrennt in Impfgegner, in Impfbefürworter und so. Das wird alles bewusst getan, um die Menschen schwach zu machen. Also dieses Gefühl der Einheit, das soll einfach verloren gehen. Und dem wirken wir aber heute entgegen, weil wir ja wissen, auf was es drauf ankommt und weil wir wissen, dass nichts getrennt ist. Also jedes Gefühl der Trennung ist eine Illusion.
Und durch die Schwingung unserer Worte, oder ich fange mal bei den Gedanken an, durch die Schwingung unserer Gedanken, die haben ja eine Schwingung. Und daraus formen sich Worte und daraus formen sich Taten. Diese Schwingung, über diese Schwingung sind wir mit den magnetischen Strahlen vom Universum verbunden. Und alle Menschen sind mit dieser Schwingung verbunden. Alle. Und so sind wir nicht getrennt. Wir sind alle miteinander verbunden über die magnetische Schwingung aus dem Universum. Und das müsst ihr euch immer wieder bewusst werden. Es gibt keine Trennung. Das ist alles nur gemacht, um die Menschen schwach werden zu lassen. Ich spüre schon, dass ich noch mal zu dem Impfen schnell was sagen soll. Ganz kurz, aber nur, weil es nicht das Thema dieser Sendung ist. Es ist sicherlich im Moment noch frei, ob man sich impfen lässt oder nicht. Aber der zweite Punkt ist, wenn dann in Zukunft bestimmte, es ist ja jetzt auch schon, wenn du wohin fliegen möchtest oder wenn du ein bestimmtes Hotel buchen möchtest und diese Unternehmen verlangen dann von dir eine Unterlage, dass du eben geimpft bist, dann ist es, wenn du das gerne machen möchtest, ein Zwang. Ja, das ist ein indirekter Zwang. Und dann kannst du entweder sagen, ich gehe nicht in das Hotel oder ich fliege nicht mehr. Und dadurch entsteht wieder eine neue Klasse von Menschen, die da dagegen sind und sich dann eben vielleicht selbst versorgen, in Gemeinschaften leben. Das ist ja auch, ich habe es euch schon auch schon erklärt, das ist ja auch etwas super, super Gutes, die eben dann weggehen von diesem Konsum, von diesem Zwang und da rausgehen und sich deswegen dann zum Beispiel jetzt, weil wir bei dem Beispiel der Impfung sind, nicht mehr impfen lassen. Aber es ist ein indirekter Zwang, der dadurch entsteht, dass einfach die Unternehmen das dann anfordern, weil sie meinen oder weil ihnen das so gesagt wird, dass das helfen würde. Ja, jetzt, das war jetzt nur mal kurz dazu, damit ihr versteht, warum ich das so sage. Impfzwang. Was wichtig ist in der fünften Dimension, dass wir auch unser Ego zum größten Teil nicht abgeschafft haben, aber einfach die negativen Energien vom Ego, die sind alle aufgelöst. Also das Ego ist in Harmonie mit Herz und Geist. Das ist eine Harmonie, da arbeitet also nichts mehr gegeneinander. Und das ist also schon auch noch eine schwere Aufgabe, das wirklich zu bewerkstelligen. Und das bedarf also an intensiver Arbeit, an Selbsterkenntnis und ja, sich hingeben zu der Liebe. Die Liebe ist immer das Allerwichtigste, ist immer das Größte, das, was am meisten Kraft hat. Und es ist die Liebe Gottes, welche uns tatsächlich führt, durch diese Zeit führt. Es ist nichts anderes, wo wir Hilfe bekommen. Es gibt nichts anderes. Und es ist immer dieser eine Weg. Und ich lege euch das wirklich sehr ans Herz. Richtet euch so aus, dass ihr die Liebe Gottes mit einem geöffneten Herzen empfangen könnt und auch leben werdet. Dafür braucht man keine Kirche. Das ist einfach die innere Herzensliebe, die Ausrichtung zu unserem lieben Schöpfer. Ja, und jetzt werden wir auch gleich anfangen mit dem Channeling oder mit der Meditation, mit der Ermächtigung, dass du deine inneren Blockaden noch mehr ablegen kannst und dass du immer mehr erkennst, in die 5D-Dimension hineinzukommen. Eine ganz große Unterstützung von der geistigen Welt für uns alle. Und schön, dass du hier bist. Und wenn du Wert darauf legst, immer die neuesten Botschaften der geistigen Welt zu bekommen, dann solltest du meinen Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren. Denn mit der Glocke wirst du von YouTube immer daran erinnert, wenn eine neue Botschaft von mir kommt, wenn ein neues Video ausgestrahlt wird und bist sofort bei den Ersten dabei und wirst in Zukunft nie mehr etwas Wichtiges versäumen. So, und jetzt bereitet euch vor,
Wir gehen jetzt zum energetischen Teil über und ich wünsche euch alle ganz viel Freude. Ich habe mich jetzt schon in meiner Energie ausgerichtet, zentriert und meinen Kanal geöffnet. Ich rufe jetzt die Energien des Schutzes für uns alle, ganz besonders für dich, sodass nur die reinsten, göttlichen, liebsten, liebevollsten Energien zu uns gelangen und uns unterstützen in der Ausrichtung auf die fünfte Dimension. Ich rufe die Weltenhüter. Ich rufe die Hüter der Dimensionen und ich bitte um Unterstützung und Führung für alle Menschen, welche diese Botschaft hören werden. Und ich bitte auch, dass genau die Energien übertragen werden, welche zum allerhöchsten Wohle für uns alle wirken werden. Einfließt die lichtvolle Energie der Weltenhüter. Tragend, liebend und heilend fließt diese Energie zu dir. Und wenn du bereit bist, dann öffne nun dein Herz. Atme in einem Rhythmus, welcher dir gut tut. Und empfange die Energien der Botschaft, welche dir nun überbracht wird. Geliebtes Menschenkind, wir sehen dich und wir lieben dich. Du befindest dich in einem Erwachensprozess auf deinem ganz persönlichen Weg. Und um dir diesen Weg leichter zu machen, sprechen wir heute zu dir. Geliebtes Menschenkind, geliebte hohe Seele des Lichtes, du hast eine bestimmte Aufgabe für dieses Leben bekommen. Zusätzlich hast du dich aber bereit erklärt, den Weg in die höheren Dimensionen zu finden. Und diesen Weg möchten wir dir erleichtern.
Die Strukturen der dritten Dimension sind sehr machtvoll und einengend. Es erfordert einen regen Geist, tiefes Vertrauen und die Liebe Gottes, um weiter hinauf in die höheren Dimensionen aufzusteigen. Mit jedem Wort, welches wir zu dir sprechen, fließt entsprechende Energie zu dir. Erkenne dies und lasse die Energien in dein Herz hineinfließen. Es sind Energien der Liebe, die wir dir aus den höchsten Dimensionen von Smarana senden. Diese Energien helfen dir zu erkennen, was jetzt für dich wichtig ist. Sie helfen dir zu erkennen, was dein nächster Schritt ist und welche Blockaden du jetzt lösen solltest. Es ist ein Weg der Heilung, welcher vor dir liegt. Und dieser Weg der Heilung bringt dich in die vierte und in die fünfte Dimension. Liebevoll unterstützen wir dich dabei, zu erkennen, was für dich wichtig ist. Und so werden wir nun Energien senden, welche dich von Ego-Strukturen reinigen werden. Dies geschieht jetzt. Und nun senden wir dir reinigende Energien für deinen Körper und deine Aura. Alles, was dich belastet, aus dem Kollektiv, was gar nicht zu dir gehört, darf nun gehen. Und nun senden wir dir Energien, die dir helfen werden, dich selbst besser zu erkennen. Energien, welche es dir möglich machen, deine Fähigkeiten zu spüren, zu fühlen und auszuüben. Und nun senden wir dir Energien, die dich dazu bringen,
leichter in die fünfte Dimension hineinzukommen. Die Energie der Selbstermächtigung fließt zu dir. Beginne, die Gesetze des Universums zu leben. Beginne zu erkennen, dass alles einen Grund hat. Und öffne dich der Liebe Gottes, welche dich jetzt überflutet. Die Liebe Gottes ist bei dir. Und so ziehen wir uns langsam wieder zurück. Wir haben voller Liebe für dich gewirkt. Und ich, Nirjana, ich danke den Weltenhütern für die wundervolle Energie. Und ich danke auch dir, dass du heute hier warst. So löst sich die Energie jetzt langsam auf. Und alles das, was du jetzt bekommen hast, während dem Channeling, das lebt jetzt in dir. Also diese Energien bewegen sich, die leben in dir. Und es kommt darauf an, was du oder wie du jetzt in Zukunft lebst. Die Worte am Ende des Channelings, die haben gesagt, richte dich nach den Gesetzen des Universums aus und lebe sie. Und genau das ist es, was wichtig ist. Und öffne dich Gottes Liebe. Ja, also es liegt wirklich etwas Wunderschönes vor uns, wenn wir diese Schritte tun, wenn wir uns dem öffnen. Und ich bin so froh, dass ich das heute für euch tun durfte. Denn es ist ein großer Schritt vom dritten bis viertes und fünftes Dimension hineinzukommen. Das ist nicht so einfach. Und es ist aber wichtig, dass das viele von uns schon mal so, ja, zum großen Teil schon tun, denn umso mehr dort sind, umso mehr Menschen werden nachrücken. Ich habe euch ganz lieb und ich wünsche euch alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Ein Küsschen. Bis dann.